Punkt 18, meine Damen und Herren, melden sich viele Betroffene im Plenum. Meine Damen und Herren, Punkt 18, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zum Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung. Berichterstatter ist der Kollege Grumbach. Bitte sehr, erst das Wort. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und des Bündnisses 90 die Grünen gegen die Stimmen der SPD und der LINKEN bei Stimmenthaltung der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Ich eröffne die Aussprache. Die Frau Kollegin Dr. Sommer hat sich zu Wort gemeldet. Bitte sehr, Daniela. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch hier geht es um die besten Köpfe in Hessen, die es gilt zu halten. Deswegen möchte ich auch hier noch einmal berichten aus dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst, der in seiner 34. Sitzung eine Anhörung zur Studienplatzvergabe durchgeführt hat. Das war sehr interessant und auch spannend. Und die kritischen Aspekte, die wir schon in der ersten Lesung skizziert haben, haben sich verschärft. Sinnvoll ist das, ich nenne es jetzt als Abkürzung nur DOSV, lediglich bei der Anbindung von Einfachstudiengängen. Vorteil ist hier ganz klar die Koordinierung und Transparenz. Dennoch wird das DOSV kritisch bewertet. Neben den vielen technischen Problemen, und damit möchte ich mich heute gar nicht beschäftigen, weil das haben wir schon in der ersten Lesung gemacht, haben die Hochschulen Bauchschmerzen bei der Anbindung. Das System ist nämlich nicht sinnvoll bei offenen Studiengängen oder wo kein großer Überhang von Bewerbern ist oder wo es um spezialisierte oder interdisziplinäre Studiengänge geht. Denn die, meine Damen und Herren, sind oft nicht vergleichbar. Und das Risiko, das dabei besteht, das haben die Hochschulen ausdrücklich geschildert. Das ist nämlich, dass durchaus weniger Bewerber an die hessischen Hochschulen kommen, so die Bewertung unserer hessischen Hochschulen. Die Anhörung hat ganz klar und deutlich einen Zielkonflikt herauskristallisiert, und zwar, dass die HSP-Zahlen eventuell nicht erfüllt werden können. Und ich finde, das muss uns zu denken geben, meine Damen und Herren. Und ich möchte bezüglich der Zahlen noch einmal ein Zitat von Frau Kanzlerin Prof. Dr. Brühl von der Goethe-Universität aufgreifen. Sie sagt nämlich, wir fragen uns, ob wir unter den veränderten Rahmenbedingungen diese Zahlen erreichen können. Wenn wir Studienwillige haben und uns in Hessen als Bildungsland verstehen, sollten wir versuchen, Studieninteressierte nach Hessen zu bekommen, statt sie im regionalen Umkreis an andere Bundesländer zu verlieren. Und ich glaube, meine Damen und Herren, da sind wir uns einig. Wir wollen die Studierenden nicht aus Hessen verlieren. Die Landesregierung sollte daher Sorge tragen, die nachteiligen Auswirkungen der zentralen Datenbank zu beseitigen, sodass die HSP-Zahlen erreicht werden, denn Studierende sollen nicht abwandern. Die hessischen Hochschulen wünschen sich deswegen eine gewisse Garantie, dass, sollten Probleme bezüglich der Einhaltung der HSP-Zahlen auftreten, dies nicht zulasten der Hochschulen ausgelegt wird. Denn hier geht es ja wirklich um große finanzielle Mittel. Wie stehen Sie, Herr Minister Rhein, dazu? Was ist mit dem Delta, das entstehen könnte? Was ist mit den finanziellen Aspekten, wenn die HSP-Zahlen nicht erreicht werden? Und wo wir bei der Finanzierung sind? Na ja, ganz viel, weil wenn die Studierenden durch das dialogorientierte Serviceverfahren den Weg nicht mehr an die Hochschulen finden und die Hochzahlen der Studierenden an den Hochschulen, die sie vereinbart haben, mit der Landesregierung nicht erfüllen können, gibt es für diese Studierenden, die dann nicht mehr vorhanden sind, nämlich auch das nötige Geld nicht. Und wo wir am Punkt der Finanzierung sind, geht es nicht nur um die HSP-Zahlen, sondern auch um das System selber. Die Finanzierung ist zugesagt bis 2020.
aber was folgt danach? Mit welchen Mitteln soll dann die Finanzierung zukünftig hinterlegt werden? Das sind unsere Fragen. Und außerdem bleibt nach wie vor das streitbare Thema der Einschränkung der freien Berufswahl und auch die kritische Limitierung der Ortswünsche. Und ob das nicht eine Begrenzung der Zulassungsbeschränkung als Zulassungsbeschränkung verstanden werden könnte. Aber damit wird sich Karlsruhe beschäftigen, und wir werden schauen, wie die urteilen. Offen ist auch, wie, was und mit wem die Rechtsverordnung, die Sie als Möglichkeit dargestellt haben, Herr Minister Rhein, mit wem Sie die ausgestalten. Vielleicht können Sie gleich noch einmal etwas dazu sagen. Werden die Hochschulen eingebunden? Wie sieht es mit der nicht Breitband, sondern Bandbreitregelung aus, also mit der Bestimmung der Normwerte, die die curriculare Aufnahmekapazität regelt? Und bleibt es dabei, dass nicht zugelassen beschränkte Studiengänge einbezogen werden können? Also bleibt es bei dem Können? Herr May, Sie haben es ja gerade reingerufen. Oder wird es zum Zwang? Das ist unsere Frage, und das ist die Sorge der Hochschulen, die wir ernst nehmen, meine Damen und Herren. Fazit ist auf jeden Fall, die technischen Probleme überwiegen immer noch, obwohl es schon seit 5 Jahren eingeführt ist. Und selbst die Zahlen der letzten 5 Jahre des DOSVs zeigen, dass Probleme nicht behoben wurden. Der Anteil der nicht besetzten Studiengänge sind von 4,8 sogar auf 6,3 in ganz Deutschland gestiegen statt gesunken, meine Damen und Herren. Und hinzu kommt dann, wie eben schon erwähnt, dass eventuell weniger, noch weniger Studierende den Weg an hessische Hochschulen finden und damit die verbundene finanzielle Problematik nebst der ungewissen Finanzierung durch das Land ab 2020 und den Einschränkungen, die das System bezogen auf Berufswahl und Ortswünsche mit sich bringt. Wir als SPD sehen den Staatsvertrag als sehr kritisch an. Da sind viele ungeklärte Aspekte, und deswegen können wir diesem auch nicht zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihr Lieben, das Wort hat der Kollege Daniel May, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir heute über diesen Punkt eine Debatte hier im Landtag führen, ist schon ein bisschen seltsam. Ist es auch vor allen Dingen eine Seltenheit, denn wenn man sich mal so umschaut, ich meine, diesen Staatsvertrag müssen ja auch 15 andere Länder ratifizieren und sich mal anschaut, wo hat es denn überhaupt eine Debatte gegeben? Da findet man gar kein anderes Land, wo es eine Debatte im Plenum gegeben hat, sondern meistens wurde das ohne Aussprache beraten, auch meistens ohne Gegenstimmen. Das nur mal so am Rande. Und wenn man sich dann die Beweggründe der anderen Landtage mal anschauen möchte, dann muss man dann schon in Ausschussmitschriften reingehen. Und da habe ich mal etwas mitgebracht, das Ihnen verdeutlichen kann, warum diese Aussprache hier so eine Einzelheit und so eine Seltenheit geworden ist. Und da nehme ich einmal den Brandenburger Landtag und den Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur, 25. Mai 2016. Da sagt die Ministerin Dr. Münch von der SPD, Zitat Anfang, das ist in indirekter Rede, Zitat Anfang, dass der Staatsvertrag ausgehandelt sei und dieser diene der Anpassung der gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung, dass er ausgehandelt sei. Der Stand des Verfahrens sei so, dass am 17. März die Regierungschefs der Länder diesen neuen Staatsvertrag unterzeichnet hätten und aktuell überführten alle Bundesländer den Staatsvertrag in Zustimmungsgesetze. Es sei tatsächlich so, wie bereits schon hervorgehoben, dass inhaltlich nichts mehr geändert werden könne. Zitat Ende. So, und dann geht das weiter. Dann kommt die Abgeordnete Van Dree von der Linkspartei und sagt, sie stimme vollkommen zu, dass es heute keine Möglichkeit mehr geben würde, grundlegende Änderungen dazu vorzunehmen bzw. überhaupt im Text die kleinste Formulierung abzuändern.
Deswegen ist das in den anderen Landtagen jetzt nicht so debattiert worden. Von daher wäre es auch, glaube ich, möglich gewesen, im Hessischen Landtag da etwas einfacher darüber hinwegzugehen. Nun haben wir das aber anders entschieden. Wir haben auch dann dem Wunsch der Opposition zugestimmt, eine Anhörung zu machen. Und das, was da vorgetragen wurde, das ist, sage ich mal, nicht immer in sich logisch schlüssig gewesen. Und es wird auch nicht dadurch logisch schlüssig, Frau Dr. Sommer, dass Sie es hier wiederholen. Also, ich kann nicht erkennen, wieso die Möglichkeit der Landesregierung, Hochschulen dazu zu verpflichten, am dialogorientierten Serviceverfahren mitzumachen, irgendwann in der Zukunft dafür verantwortlich sein soll, dass bis jetzt irgendwelche Zielzahlen nicht erreicht werden sein könnten. Das gibt keinen Sinn. Das macht objektiv keinen Sinn. Und genau das ist das, was Sie heute beredet werden. Und Sie haben die Vizepräsidentin Brühl genannt und haben in der ersten Lesung haben Sie noch auf eine kleine Anfrage von Ihnen hingewiesen, wo Sie mal abgefragt haben, wie denn so die Erfahrungen des dialogorientierten Serviceverfahrens sind. Da haben sich geäußert unter anderem die Goethe-Universität, die das als sehr positiv bewerten. Die Universität Marburg haben dort geschrieben, dass sie das positiv bewerten. Also von daher kann ich nicht erkennen, warum die Möglichkeit irgendwann in Zukunft, und wir bezahlen es dann als Landesregierung außerdem noch, dass die Möglichkeit, dass man irgendwann dieses Verfahren einsetzt, dazu führen soll, dass irgendwer jetzt nicht nach Hessen kommt. Das verstehe ich nicht. Und von daher finde ich das auch ein ziemlich schwaches Argument, dem Gesetz heute nicht zuzustimmen. Weil das dialogorientierte Serviceverfahren, das hat am Anfang gerumpelt. Das ist so. Deswegen haben wir auch nicht in das Gesetz reingeschrieben, wir machen das jetzt für alle verpflichtend, und zwar sofort, sondern das wird sorgfältig abgewogen. Aber vom Ziel her muss das doch etwas sein, was auch Ihnen sympathisch ist, nämlich, dass wir die Studienplatzvergabe für die Studierwilligen einfacher, schneller und komfortabler machen. Das ist doch etwas, was uns alle einen sollte, dass wir eben die Verfahren schneller machen, dass wir mit den Studienplätzen, die knapp sind, dass wir die auch nur einmal vergeben müssen und dass nicht Studienplätze frei bleiben. Das muss uns doch einen. Das ist doch eine gute Sache. Und von daher verstehe ich nicht, dass Sie das nicht wollen, sondern wenn das funktioniert, dann sollten wir das doch auch in Hessen tun. So, und weil das an sich der einzige Punkt ist, den wir hier landesgesetzlich auszugestalten haben. Da hat sich dann in der ersten Lesung im Ausschuss, Frau Wissler wird sich auch wahrscheinlich gleich wieder in Grundsätzlichkeiten flüchten, nämlich dass im Prinzip jeder Medizin studieren können sollte, und zwar sofort, wenn es sein Wunsch ist. Das ist auch im Prinzip gar kein schlechter Ansatz. Wir haben in der Tat zu wenig Medizinstudienplätze, aber das liegt jetzt nicht an diesem Land, weil nämlich das Land Hessen mit drei Medizinfakultäten nämlich weit überdurchschnittlich ausbildet. Wenn Sie sich mal die Studienplätze pro Kopf ausrechnen, dann kommt dabei heraus, dass wir in Hessen dort ganz weit vorne liegen. Und andere Bundesländer machen da nichts. Das hat jetzt nichts mit parteipolitischer Einfärbung zu tun, aber es ist einfach so, dass wir hier für die anderen Bundesländer mit ausbilden, dass wir hier viele Studienplätze auch in Medizin vorhalten, während andere Bundesländer sich da vornehm zurückhalten. Und von daher finde ich die Perspektive, dass man sozusagen jedem Bedarf, dass man alle Bedarf und alle Wünsche sofort irgendwie per Landtagsbeschluss befriedigen könnte, was Studienplätze angeht, die ist realitätsfern. Das ist einfach realitätsfern. Das kann meinetwegen die Linkspartei fordern und irgendwie vertreten. Aber ich frage Sie ganz ernsthaft, Frau Dr. Sommer, ob das denn tatsächlich die Antwort der SPD sein kann. Wir brauchen keine Vergabe von Studienplätzen mehr, weil die werden irgendwann per Landtagsbeschluss, wenn die SPD regieren würde, wird es von allem immer genug geben. Das ist doch Unsinn. Und darüber stimmen wir aber heute ab. Darüber stimmen wir ab, Frau Dr. Sommer. Wenn wir Nein sagen, dann steigen wir aus dem Staatsvertrag aus. Dann machen wir nicht mehr mit. Das ist doch die Konsequenz. Die Konsequenz, wenn wir heute Nein sagen, ist nicht, dass es von allen Studienplätzen auf einmal genug gibt. Und von daher finde ich diese Debatte, sage ich mal, nicht besonders fundiert und auch nicht besonders ruhmreich für diejenigen, die jetzt nachher ablehnen wollen. Wenn man aus Opposition sagt, wir sind nicht Regierungspartei, wir haben nicht mitverhandelt, dann kann man sich enthalten. Das macht die FDP. Das haben wir in der letzten Wahlperiode auch bei diesem Glücksspielgedöns gemacht, dass wir dort gesagt haben,
Also bei dem Glücksspielvertrag haben wir auch gesagt, wir glauben nicht, dass das trägt. Wir haben uns enthalten. Aber irgendwie jetzt zu sagen, wir machen nicht mit und haben dann zur Konsequenz, dass der Staatsvertrag nicht mehr in Kraft tritt, ich glaube nicht, dass das so sinnvoll ist. Und denken Sie einmal an die Kolleginnen und Kollegen der SPD in den anderen Ländern, die das Ding vertreten haben. Das nur als Hinweis am späten Abend. Ich hätte mir die Debatte heute Abend sparen können, aber wenn Sie es unbedingt wollen, dann möchte ich Ihnen das auch noch erläutern. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat die Frau Abg. Karin Wolff, CDU-Fraktion. Karin, bitte. Verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach dieser vorzüglichen, engagierten Rede des Kollegen May brauche ich die nur an wenigen Punkten ergänzen. Meine Damen und Herren, es ist in der Tat so, dass ein Staatsvertrag kein Wunschkonzert ist, in dem man fein ziselierte Anträge und Änderungen machen kann, sondern es ist eine Verabredung von 16 Ländern. Diese 16 Länder waren zum Zeitpunkt der Unterschrift noch viel mehr sozialdemokratisch geprägt, als das auch jetzt leider noch der Fall ist. Inzwischen hat sich das in drei Ländern ein wenig verändert, aber die Mehrheiten sind eindeutig im sozialdemokratischen Bereich gewesen. Und es gibt ein Land, das links geführt wird, das auch diesem Staatsvertrag zugestimmt hat. Und wenn Sie einmal die Anhörung dann am Ende seriös gewichten, höher oder runter? Wenn Sie die Anhörung seriös gewichten, haben am langen Ende auf die Frage, sollen wir denn jetzt die Unterschrift verweigern oder sollen wir zustimmen, dann doch die Anzuhörenden bei aller Kritik, die ja vielleicht im Einzelfall auch in Kleinigkeiten berechtigt ist, am Schluss gesagt, unterschreibt das Ding. Und es gab auch Menschen, die eindeutig gesagt haben, das ist eine Verbesserung des derzeitigen Zustands, dass alle unsere Studienplätze besetzt werden können und die Bewerber schnellstmöglich an ihren Platz kommen. Dazu kann man immer noch darauf verweisen, dass 60 bis 80% der Studienplätze nach wie vor durch das Auswahlverfahren der einzelnen Hochschule besetzt werden können. Und auch auf die anderen Dinge hat Herr Kollege May hingewiesen. Ich will nur einmal zwei Zitate noch bringen, damit auch deutlich wird, worüber wir heute auch reden. Es gab ja Wahlprüfsteine, auch zu diesem Thema. Und ich darf Ihnen in Kürze zitieren, was die SPD-Bundestagsfraktion geantwortet hat auf die Wahlprüfsteine. Neben einiger Kritik kommt dann der Satz, wir halten es nach wie vor für erforderlich, dass sich alle Hochschulen am Datenabgleich bei der Studienzulassung in Numerus Clausus Fächern beteiligen. Zitat Ende. Und die Linken haben auf dieselbe Frage geantwortet, ich zitiere, alle Hochschulen sollen verpflichtet werden, sich am dialogorientierten Serviceverfahren zu beteiligen und ihr Studienangebot dort vollständig einzuspeisen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht nach dem Bericht des Kollegen Grumbach weiß zwar jeder, wie es im Ausschuss abgestimmt worden ist, aber vielleicht sollten Sie noch einmal kurz überlegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wolff. Das Wort hat die Frau Kollegin Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, Herr May hat sich ja eben darüber gewundert, dass wir zu diesem Thema hier überhaupt eine Aussprache haben und dass es hier überhaupt Gegenstimmen gibt, die es in anderen Landtagen nicht gegeben hätte. Ich meine, es mag ja bei Ihnen so sein, dass wenn 16 Ministerpräsidenten etwas unterschreiben, darunter der Bestimmer, dass das dann sakrosant ist und von Ihnen kritiklos dann so abgestimmt wird. Ich kann sagen, ich verstehe meine Aufgabe als Abgeordnete so, dass ich mir trotzdem anschaue, was da drinnen steht, und dann danach entscheide, ob ich das richtig finde oder ob ich das nicht richtig finde. Und Frau Kollegin Sommer hat jetzt schon einiges an Kritik auch vorgetragen, das in der Anhörung auch zu hören gewesen war. Das kann ich mich anschließen, das muss ich nicht wiederholen. Das war wie beispielsweise die kurzfristige Finanzierungszusage und dass die Hochschulen, das wurde ja auch klar geäußert, die Frage stellen, was ist nach 2021? Will das Thema Wartesemester war auch noch ein Thema gewesen in der Anhörung, aber eben auch technische Probleme bei der Umsetzung.
Ja, und in der Tat möchte ich grundsätzlich noch einmal ein paar Sätze dazu sagen. Das hat Herr May ja gerade angekündigt, dass ich hier noch einmal grundsätzlich etwas sagen würde. Richtig, Herr May, es gab ja Zeiten, da hatten die GRÜNEN auch noch Visionen über den Tagesordnungspunkt hinaus. Und haben, also ich glaube, wenn Sie bei der Gründung der GRÜNEN dabei gewesen wären, hätten Sie sicher auch dagegen argumentiert, die Abschaffung der Atomkraft zu fordern, weil Sie gesagt hätten, das wäre völlig unrealistisch. Wenn Sie, weil das sagen Sie ja bei allem, was über den Tag hinausgeht. Und ich finde, da muss man schon sagen, dass die Hochschulzulassung weiter zu beschränken, ist hochproblematisch. Und da geht es nicht um irgendwelche Wünsche, wie Sie das jetzt formuliert haben, Herr May. Hier geht es um Grundrechte. Es geht um Grundrechte. Es gibt in diesem Land ein Recht auf freie Berufswahl. Und wenn man das einschränkt, dann muss man dazu halt auch mal eine Anhörung machen. Und natürlich sind weitere Beschränkungen bei der Hochschulzulassung sind zusätzliche Bildungshürden, die da eben eingeführt werden. Und natürlich reden wir darüber, dass viele Hochschulen zusätzliche Auswahlkriterien haben, dass es Auswahlgespräche gibt, dass Schulabgänger dann eben von Hochschule zu Hochschule fahren, um sich dort Bewerbungsverfahren zu unterziehen. Und die ganze Krux des Ganzen ist doch, es spricht doch nichts dagegen, dass es ein gemeinsames Verfahren gibt, Frau Wolff. Das ist doch nicht der Punkt. Und was wir als LINKE kritisieren, wir kritisieren ja grundsätzlich, dass es überhaupt einen NC gibt. Ja, weil das NC ist eine zusätzliche Bildungshürde. Es ist eine Bildungshürde. Wenn Menschen eine Hochschulzulassungsberechtigung haben, das heißt also von ihrem Schulabschluss her an einer, oder beruflich an einer Hochschule studieren dürfen, dann sind wir dagegen, dass dieses Recht auf freie Berufswahl weiter eingeschränkt wird, beispielsweise durch NCs. Und Sie haben das Medizinstudium ja angesprochen. Gerade in dem Bereich haben wir doch einen Mangel. So, und da sind wir bei dem ganzen Problem, warum ich natürlich auch verstehe, dass die Hochschulen in der Situation sagen, ja, wir sind nicht dagegen, dass ihr jetzt den Staatsvertrag in die Tonne kloppt. Das Problem ist doch so gelagert, dass wir zu wenige Studienplätze haben und dass die Studienplätze nicht ausreichend finanziert sind. Das ist doch das ganze Problem. Und desto größer der Mangel, desto schwierigere und intransparentere Verfahren zur Verteilung des Mangels denkt man sich aus. Und das ist die Schwierigkeit, die wir dabei sehen. Das steht überhaupt nicht im Widerspruch dazu, dass wir sagen, natürlich ist es richtig, auch ein, bundesweites Verfahren in irgendeiner Form zu haben. Natürlich ist das nicht gut, wenn Hochschulen, natürlich ist es nicht gut, wenn Menschen sich an 10 Hochschulen bewerben, dann an 5 eine Zusage bekommen und dann Studienplätze leer bleiben. Natürlich ist das ein Problem. Aber noch einmal, dieser ganze Staatsvertrag findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern er findet statt bei einer Unterfinanzierung der Hochschulen und dabei, dass nicht genug Studienplätze da sind. Und das ist das ganze Problem. Und deswegen statten Sie die Hochschulen vernünftig aus, finanzieren Sie die Studienplätze aus, damit jeder junge Mensch, der studieren möchte, auch die Möglichkeit hat, das zu tun. Und deshalb ist es für mich eine sehr grundsätzliche Frage. Wie gesagt, es geht nicht darum, ein Verfahren zu finden. Aber wir werden uns nicht daran beteiligen, den Mangel zu verwalten, auf Kosten der Berufschancen von Menschen, die gerne etwas studieren möchten, das auch machen könnten, weil sie die formale Zugangsberechtigung haben, aber künstlich davon abgehalten werden, weil es nicht genug Studienplätze gibt. Und deswegen werden wir diesen Staatsvertrag auch ablehnen, meine Damen und Herren, weil der einfach die Probleme nicht löst, sondern einfach letztlich den Mangel verwaltet. Vielen Dank, Kollege Wissler. Das Wort hat der Abg. Dr. Blechschmidt, FDP-Fraktion. Bitte sehr, Rank. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Ja, ich war für Nicola Beer im Ausschuss und durfte dem Ausschuss beiwohnen. Ich fand die Anhörung, zu dem neben Herrn Grumbach sitzend, sehr interessant und aufschlussreich. Ich habe bisher Anhörungen im Rechtsausschuss und im Innenausschuss erlebt und fand das wirklich eine Anhörung, wo wir als Hessen stolz sein können auf unsere Hochschulrepräsentanten. Und war dann auch eine Anhörung, wo ich einen Termin mich habe vertreten lassen, weil ich einfach länger zuhören wollte. Ich sage das vorneweg. Zweites, es ist 20 Uhr. Ich kenne von den uralten Hasen, dass es im Landtag legendär war, bis spät in die Nacht zu diskutieren. Es freut mich auch heute gegen 20 Uhr zu relativ später Stunde, aber nicht am Ende des Plenums,
zu reden und bin auch dankbar dafür, dass man noch einmal die historische Stunde nutzt. Meinem Fraktionsvorsitzenden habe ich versprochen, gleichwohl hier wortreiche Beiträge sind und zudem ich für Nicola Beer im Ausschuss war, das auf die wesentlichen Punkte mich zu konzentrieren, die noch einmal deutlich machen, warum die FDP sich enthält. Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, die Anhörung hat nach Auffassung der FDP gezeigt, dass die im Gesetzentwurf zum einen über die Regelungen im neuen Staatsvertrag hinausgehen, zum anderen nicht ganz so unkritisch zu betrachten sind. Deshalb werden wir uns enthalten. Ich möchte hier fünf Punkte kurz anführen, auch in Anbetracht der Stunde, auch damit das im Protokoll noch einmal nachvollzogen werden kann. Insbesondere die mündliche Anhörung, so unsere Auffassung, hat gezeigt, dass die Hochschulen über eigene Verfahren verfügen, die schneller und effizienter sind und es kaum einen Anreiz gibt, um freiwillig zusätzliche Studiengänge in das dialogorientierte Serviceverfahren zu integrieren. Zweitens. Zudem wurde dort angeregt, in den Rechtsverordnungen die freien Studiengänge als Kann-Option aufzunehmen. Drittens. Auch konnte die Kritik an den Bewerbersemestern unzureichend entkräftet werden. Weiterer Punkt. Durch die im Gesetz im Staatsvertrag enthaltenen Regelungen sahen die Hochschulen einen Standort Nachteile, der nicht aufgelöst werden konnte, wenngleich die Regelungen des Staatsvertrags sich bundesweit auswirken werden. Darüber hatten wir heute auch hier kurz gesprochen. Letzter Punkt. Weiterer Kritikpunkt kann die Frage der langfristigen Finanzierung nicht abschließend geklärt werden, obwohl dieser Punkt auch die Bundesangelegenheiten trifft und deshalb nicht davon losgelöst in Hessen entschieden werden kann. Eben vor diesem Hintergrund sehen wir sowohl beim Gesetz als auch beim Staatsvertrag einige Punkte, die wir nicht uneingeschränkt teilen. Und deshalb werden wir uns enthalten. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Dr. Blechschmidt. Das Wort hat der Minister, Boris Rhein. Boris, bitte. Ja, ich werde es versuchen. Ich will auch wirklich nur zwei, drei Sätze sagen. Ich bin wirklich zutiefst erfreut, Frau Dr. Sommer, dass Sie sich der Sorgen der hessischen Hochschulen so intensiv annehmen, wie Sie es hier dargestellt haben. Da werden die sich darüber freuen. Denn das ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass die Hochschulen das von Sozialdemokraten erfahren, dass sie sich um sie kümmern wollen. Und insoweit, glaube ich, werden die Hochschulen, wenn sie das hören, einen echten Luftsprung machen. Ich will aber auch sehr deutlich sagen, ich will das ganz versöhnlich sagen. Ich kann die und deswegen, Frau Dr. Sommer, wir sind da gar nicht so auseinander. Ich kann die Vorbehalte der hessischen Hochschulen durchaus nachvollziehen, was die noch bestehenden technischen Probleme des DOSV betrifft, was aber natürlich auch den mit der Anbindung an das Verfahren verbundenen Arbeitsaufwand betrifft. Ich kann das in der Tat alles nachvollziehen. Und Frau Professor Brühl oder zu Frau Professor Brühl, die ja nicht Kanzlerin ist, wie Sie gesagt haben, sondern Vizepräsidentin der Goethe-Universität, hat Herr May schon alles gesagt, was zu sagen war. Aber, und das sage ich jetzt zu der Frage, dass ich es nachvollziehen kann, das sind doch Unwägbarkeiten, denen sich alle Hochschulen in ganz Deutschland ausgesetzt sehen, wenn sie sich entsprechend hier anbinden. Und das unterstützt, und das unterscheidet uns im Übrigen von vielen anderen in Deutschland. Wir unterstützen die hessischen Hochschulen dabei einmal bei der koordinierten Anbindung von Studiengängen. Aber, und ich will das einmal sehr betonen, da kümmert sich dann jemand wirklich um die Sorgen der Hochschulen, auch in der finanziellen Hinsicht. Und deswegen haben wir in der für uns und für diese Landesregierung bekannten Einigkeit und freundlichen Fröhlichkeit und fröhlichen Freundlichkeit, die wir zwischen Landesregierung und Hochschulen zu pflegen oder die wir pflegen zwischen Landesregierung und Hochschulen, haben wir mit den für die Anbindung an das DOSV in Frage kommenden Hochschulen ein verbindliches Anbindungskonzept erarbeiten können. Und ich gehe davon aus, dass die Vorteile des DOSV und die dann erwünschten Koordinierungseffekte, und die liegen auf der Hand. Also da muss man doch nur wirklich nicht so tun, als sei das alles unsinnig und falsch. Die Effekte liegen doch nur wirklich auf der Hand. Und ich glaube, sie werden umso deutlicher zutage treten, je mehr die Beteiligung der Hochschulen ansteigt. Und deswegen sollte man denen jetzt nicht einreden, das klappt alles nicht, das läuft alles nicht, das ist hochgefährlich, was passiert denn da, sondern man sollte sie ermutigen, man sollte sie unterstützen, und genau das tut die Landesregierung.
Landesregierung und die sie tragende Mehrheit. Damit kann ich eigentlich, weil Herr May und Frau Wolff haben alles Erforderliche zu dem Thema gesagt, kann ich zum Kern der Sache kommen. Der Gesetzentwurf ist in der Tat inhaltlich unverändert gegenüber der ersten Lesung geblieben, was aber daran liegt, dass es die Krux der Staatsverträge einfach ist. Auch da muss man doch nicht so tun, als würde man die Demokratietheorie erfunden haben und jetzt hier vertiefteste Diskussionen führen müssen. Das Problem ist doch, der Inhalt ist verhandelt, und das Paket kann nicht wieder aufgeschnürt werden. Und da bleibt es eben dabei, was die beiden gesagt haben. Entweder man sagt Ja und ist dabei, oder man sagt Nein, und dann ist es gescheitert. So, deswegen kann ich insoweit nur sagen, ich bin der festen Überzeugung, das ist der richtige Weg. Und insoweit gebe ich meine Rede für den heutigen Abend zu diesem Thema zu Protokoll. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Meine Damen und Herren, wir wollten es gar nicht glauben hier oben, aber der Kollege Gernot Grumbach hat sich noch einmal zu Wort gemeldet. Was ihm auch zusteht, bitte sehr. Jeder Redebeitrag hat die Konsequenzen, die er herausfordert. Das ist ziemlich einfach. Die Frage ist, ob halb zuhören oder ganz zuhören in der Anhörung das richtige Verfahren ist. Wir sind für ganz zuhören. Ich will einmal drei Sätze zur Vorgeschichte sagen, weil ohne das ist das Ganze ja nicht verständlich. Unter Beihilfe der Hessischen Landesregierung ist eine schwierige Institution des ZVS kaputt gemacht worden, ohne eine Ersatzlösung zu haben. Auf die Ersatzlösung, die funktioniert seit 10 Jahren nicht, seit über 10 Jahren nicht. Wir reden über die. Über die wird ein Staatsvertrag gemacht. Während der Zeit, unsere hessischen Hochschulen sind spitze. Die haben es nämlich geschafft, Verfahren zu entwickeln, in denen sie schneller sind als all das, was diese zentralen Verfahren machen, also all die Vorteile alleine hinkriegen, und sollen jetzt im schlimmsten Falle bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaft für die Konzepte, die sie entwickelt haben, als Beratungsleistung bei dieser Stelle wieder bezahlen, wenn es denn hart auf hart geht. So, wir finden, dass dieser Staatsvertrag ein schlechter Staatsvertrag ist, und wir haben die klassische Wahl, in der Tat zu sagen, wir sagen, es ist ein Staatsvertrag, kann man nur Ja, Nein sagen, es haben so viele Ja gesagt, sagen wir auch Ja, oder wir sagen, es ist ein so schlechter Staatsvertrag, dass man Nein sagen muss, und genau das tun wir. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Grumbach. Wir sind am Ende der Debatte, kommen zur Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zum Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung in zweiter Lesung seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? Die FDP. Dann ist dieser Gesetzentwurf mit der bekannten Mehrheit hier angenommen und zum Gesetz erhoben.